Das ist doch klasse hier, oder? Hier auf dem Bauernhof. Da wird schon alles langsam vorbereitet für das Erntedankfest, wenn die Altäre in den Kirchen wieder geschmückt werden. Lorenz genauso. Und ich beobachte da oft Gäste, die kommen rein und staunen und gucken. Und gerade die, die mit kirchlichen Traditionen nichts anzufangen wissen, für die ist es vielleicht Folklore, bisschen was für Kinder. Ich denke, das Erntedankfest ist mehr. Da steht eine Lebenseinstellung dahinter. Es gibt ja Leute, die sagen, ich mache alles allein, grundsätzlich. Ich packe selber an. Und das ist ja auch in Ordnung, das kann man ja auch. Und es braucht solche taffe Typen, die das machen. Aber ich denke, wenn das allein das Lebenskonzept ist, ich mache alles allein, dann ist es ein bisschen wenig. Da hat die Dankbarkeit keinen Platz, weil die Dankbarkeit kommt ja eher bescheiden. Das heißt, wenn ich so eine Ahnung habe, ich kann es nicht allein oder ich brauche Hilfe oder ich bekomme Dinge geschenkt. Gerade hier die Bauern können doch eine Menge davon erzählen. Die können vieles auf dem Acker machen, aber am Ende sind sie angewiesen auf das Geschenk des Regens oder der Sonne, dass alles wachsen kann. Und wenn man dann mal ein richtiges Dankeschön sagen kann, ist das auch schön. Das ist wie ein Stehenbleiben und ein Luftholen. Und wenn ich Dankeschön sage, dann lächle ich automatisch. Dankeschön. Es gibt einen ganz schönen Spruch. Da heißt es, nicht wer glücklich ist, ist dankbar, sondern wer dankbar ist, der ist glücklich. Ich denke, wenn die Dankbarkeit wie so eine Lebensmelodie daherkommt, dann verändert das auch meinen Blick. Dann sehe ich die Welt anders, dann bin ich hellhöriger, dann entdecke ich vielleicht auch viel mehr. Auch das gerade, was ich geschenkt kriege. Deswegen freue ich mich auch über die ganzen Gaben, die da so schön hergelegt sind. So ein buntes Meer. Ich denke, wenn ich das alles sehe, dann ergibt sich das doch von selbst, dass ich behutsam oder achtsam mit diesen Gaben umgehe. Und das gehört für mich alles zum Erntedankfest. Ich denke, das ist mehr als Folklore, oder? Musik.
Ich bete und ich bete mit einem alten Tischgebet. Alle guten Gaben, alles, was wir haben, kommt, o Gott, von dir. Wir danken dir dafür. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und es segne und behüte uns der liebende und der barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.